begrüße euch zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit dem Fahrrad unterwegs. So schaut's aus, nach links. So wird der Start gleich etwas erschwert. Ja, wir sind schon ein bisschen auf der Straße angefahren. Das ist natürlich nicht so schön. Wurdest du angefahren? Nein. Ach so. Wir sind angetreten bis zum Berg. Ach so, angetreten? Ja. Okay. Jetzt habe ich schon einen nassen Hintern. Aber hilft nichts. Aber knackig. Ja, immerhin. Und jetzt sind wir im Schnee. Da, wo wir hinwollen. Oder? Ja, voll. Da wollte ich ja unbedingt heute hin. So viel toll. Ich blende euch mal den anderen Start ein. Da wisst ihr, was Sache ist. Ich wurde heute gezwungen. Tagebuch Eintrag 6. Ja, es wird mega gut bestimmt. Juhu, jetzt sind wir wieder voll auf Schneefahrbahn. Dazwischen war es leider ein bisschen matschig. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Bikes waschen. Für uns geht es jetzt mal ganz idyllisch den Bach entlang. Idyllisch. Ja, schon. So idyllisch mit dir immer. Ja. Heute muss ich leiden. Ich habe nämlich, glaube ich, einen technischen Anwendungsfehler gemacht. Und mein Akku war nur auf 54%. Heute Morgen, verdammt, wohl nicht richtig eingesteckt. Weil da war er gestern Abend nämlich auch schon. Nikos ist voll. Der kann aus den vollen Zügen schöpfen. Oder mich nachher ziehen. Mal sehen. Wir sind jetzt gerade in der Wildschönau und da ist mir ein Haus aufgefallen. Und zwar ein Bergbauernmuseum. Mega, mega schön. Wow, was für ein uraltes Haus. Sieht einfach super cool aus. Und hier links wurde einfach so ein bisschen ein kleiner Neubau angebracht. Mit Beton und der alten Optik. Sieht, finde ich, mega cool aus. Super schön. Ah, und das ist die Petra. Noch nicht ganz so alt wie das Haus. Ein bisschen jünger. Und hier zieht sie es noch weiter. Hier, die feiere ich ja ganz besonders. Das sieht richtig cool aus, finde ich. Hier ist halt ein bisschen moorig außenrum und dann ist das perfekt gelöst mit diesem wunderschönen Steg. Der weitere Uphill ging dann über den Trail rauf und da muss man schon ganz schön aufpassen, weil das doch rutschig ist mit dem Schnee. Aber macht natürlich auch mega Spaß, weil eine kleine Challenge gehört schon dazu. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber für mich ist der Wheelie mit dem E-Bike noch mal um einiges schwieriger als mit dem normalen Rad. Läuft, würde ich sagen. Auch hier jetzt komplett Schneefahrbahn, wo wir rauffahren. Ich finde das super. Brauchst du die Ketten dabei? Nein, ich brauche keine. Brauchst du keine Ketten? Ich habe Gefühl. Gefühl? Ja, wir sind mal wieder die ersten Spuren. Seht ihr das? Nichts vor uns. So cool. Als wir outen, werden die Weihnachtsvorräte aufgebraucht. Frühstück Brot. Danke fürs Einpacken. Ich hab vergessen. Weil Petra falsche Angaben gemacht hat, der Höhe. Gar nicht. Ich hab gesagt, das sind 1000 Höhenmeter und ich glaube, es sind nicht mal ganz 1000, so ziemlich genau halt. Jetzt geht's von der Autostraße hier weg zur Forststraße und jetzt wird's schon ein bisschen schwieriger zum Fahren, aber dafür auch umso schöner außenrum. Und ja, wir werden noch so 200, vielleicht 300 Höhenmeter haben und dann sind wir oben. Die letzten Fahrbahnmeter und jetzt müssen wir dann noch ein bisschen schieben. Auch das Hochschieben verläuft dank der Schiebehilfe immer ziemlich angenehm. Ein bisschen schnaufen müssen wir natürlich trotzdem. Und wie gefällt es dir jetzt? Mega gut. Super. Und dir so? Ja, mir auch. Ist schon schön, habt ihr es gehört? So klingt Motivation. Naja, läuft. Das kann man sich erlauben, wenn man noch viel Akku hat. Anders als ich leider. Da ist es nochmal ein bisschen steiler.
Und dann haben wir es aber auch gleich geschafft. Ausblick ist gut, wobei es nach wie vor bewölkt ist. Juhu! Geschafft! Hast du die Banane verloren? Nein, die war schon da. Aber die ist auch leer. Mist. Da ist es. Das Kreuz. Ums Immer. Juhu! Ja! Das sieht süß aus. Stimmt. Das ist das Lebkuchenhaus. Nein, gib mir Bussi. Schaut mal, das Radl von Nico steht wie von Geistern. Wir machen gerade Gipfelbilder und dazu haben wir jetzt dieses coole Stativ, das auch von Fitlock, sowie auch schon die Autohalterung. Und das ist echt praktisch. Hoffen wir, dass wir was Gutes zustande kriegen. Oh no! Es beginnt wieder. Während es im oberen Teil noch relativ schwierig zu fahren ging, einfach weil es gar nicht so viel Schnee hatte, aber trotzdem so viel, dass man dann ein bisschen stecken bleibt, aber halt nicht genug bremst. Das ist immer so eine Gratwanderung, was die perfekte Schneemenge ist zum Biken im Schnee. Haben wir noch ein bisschen gekämpft, aber das macht wirklich auch richtig Spaß einfach. Und je weiter runter wir dann gekommen sind und im Wald, wo nicht so viel Schnee runterfällt, weil ja doch einiges auf den Bäumen hängen bleibt, da ging es dann wieder richtig gut zu fahren und mit voller Action durch den Trail durch. Oh ja, und hier natürlich noch freies Feld, ist auch immer mega cool. Aber auch hier, es kommt so ziemlich aufs Gefälle an, ob es gut funktioniert oder eben nicht. Der Blick hier ist auch geil von dem Film, finde ich.
das war mega. Hallo. Das war's wieder von uns. Übrigens noch ein Tipp, wenn ihr kalte Finger habt, schaut mal nach solchen Handschuhen, wo nur der Zeigefinger abgetrennt ist. Das ist echt mega gut und ja, lässt sich super fahren damit, besser als ich dachte. Weil die sind ja voll dick, aber es geht mega gut. Jetzt hatte ich super warme Hände. Ja, ansonsten, wir hoffen, es hat euch gefallen. Da kommen die Hundis. Ich hab Angst. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Was denn? Nico liebt ja alle Hunde und ich habe Angst vor allen Hunden. Ach ja. Super, super. Die machen ja gar nichts. Die wollen nur spielen. Ja. Mit mir als Kauknochen. Ach ja. Ja. Hast du noch was zu sagen? Nein, mein lieber Kauknochen. Die merken, dass ich Angst habe. Und dann behandeln die mich wirklich, wenn ich ein Opfer wäre. Oh, naja, egal. Also, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vergesst den Daumen hoch nicht und schaut euch die Aussicht an. Ciao, ciao.